Hey, was geht ab? Es geht weiter mit Jack und Dexter. Das ist das letzte Video, was wir auf der PS4 aufnehmen werden. In dieser schrecklichen, schlecht emulierten Qualität. Das nächste Video wird dann auf dem PC sein, gerendert von dem PC, schön in 2K. Das wird wunderschön. Aber hier müssen wir noch durch. Das ist das letzte Video in schlecht. Okay, Freunde, willkommen zurück. Es ist jedes Mal wirklich Pain in the Butt, wie viel bei mir einfach Schrott ist an Equipment und was, wie so runde Steine aufeinander gebalanced werden muss, dass alles hält für mindestens eine Aufnahme. Aber es scheint zu funktionieren. Okay, gut, dann machen wir jetzt weiter, wo wir aufgehört haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo das war. Ich habe eben schon gemerkt, dass auch innerhalb dieses Spiels, innerhalb der PS4, auch alles relativ labil ist. Dass wenn ich mit der Kamera an einer Wand entlang gehe, dass es dann so laggy ist. Okay, ich werde jetzt aufhören, mich zu beschweren. Ich mag es selber nicht, wenn ich so viel meckere. Aber ich sehe einfach sehr viele Dinge, die nicht da sind, wo sie sein sollten. Vor allen Dingen nicht, wenn das Spiel so spät nach ihrem ersten Release herausgekommen ist. Ei. Wow. Seht ihr das? Irgendwie kommt er in diesem Level null klar. Leute, das ist ein PS2-Spiel. Alter Vater! Wenn es so weitergeht, dann emuliere ich das Spiel selber. Würde ich sagen, wenn es nicht illegal wäre. Dummer Vergangenheits-Play, sie weiß noch gar nicht, dass es einen PC-Port gibt. Er muss das gar nicht emulieren. Würde ich sagen, wenn es nicht illegal wäre. Aber es ist illegal, deswegen sage ich es nicht, sondern mach es einfach nach Spaß. Liegt es am Controller? Nein, das kann nicht im Controller liegen. Ich benutze einen anderen Controller. Okay, es lag doch am Controller. Das Laggen mit der Kamera nicht, aber zumindest bewegt sich Jack jetzt wieder okay. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Oh mein Gott. Das ist echt ein, ja, Technical Cursed Video. Okay, los geht's. Keine Fehler mehr, nie wieder. Wir spielen das Spiel durch ohne einen einzigen Fehler meinerseits. Sowieso ist es nie mein Fehler. Das Gute ist, ich habe die ganzen Orbs schon eingesammelt. Das heißt, ich muss mich jetzt nur noch hier durchjumpen. Und dann sind wir da. Und dann sind wir da. Und oh mein Gott. Und dann sind wir da. Das scheint zumindest alles zu funktionieren. Also meine Aufnahme. Wow, habt ihr das gesehen? Auf der ganzen Welt sind blaue Eco-Öffnungen aktiviert worden. Ich hab doch gewusst, dass es eine Möglichkeit gibt, sie aufzumachen. Es muss noch andere Orte geben, von denen aus man auch die restlichen Eco-Öffnungen aufmachen kann. Sicherlich. Ah ja, okay, blaues Echo ist jetzt hier freigeschaltet. Oh Gott! Eieiei, oh, lass uns bitte schnell hier raus. Oh, der ist echt hängen geblieben an der Stelle. Eieiei. Raus hier. Aber wir sind noch nicht raus hier. Okay, es geht weiter. Oh, den gibt's auch noch. Okay, das wird bestimmt null schlimm. Ja, nee. Ich hab's noch frühzeitig gesehen. Hat nichts gebracht. So, jetzt hier hoch und an sein Kinn. Das ist das Gute, man kennt die Spiele noch und irgendwie kommen die ganzen Erinnerungen zurück. Es hilft nur nichts. Gar nichts. Okay, let's go. Nee, ich musste durch die Tür jetzt, ne? Durch die Tür nämlich. Nee, durch welche Tür? Nicht durch die Tür auf jeden Fall. So. Oh Gott. Es läuft schrecklich. Oh Gott, es läuft sehr schrecklich. Nein! Oh, Junge, es wird ja immer schlimmer. Bin ich übersteuert? Ich sehe es nicht mehr. So. Sammeln. Ich muss nur 50 davon sammeln für ein bisschen Leben. Ich habe so Angst vor dieser Blume, dass ich lieber in den Abgrund springe. Sag guten Nacht, Jack. Guten Nacht, Jack. Okay. Blau, hier rein, hier drüber. Flip, flop, flicke die Flack. Alter, nice. Guck mal, das war doch fast skillig. Wow. Na gut. Wir brauchen ein Happy Medium zwischen skillig und zu schnell. So. So. Stacheln abwarten. Nach links laufen. Und drauf! Drauf und drauf. Das funktioniert alles nicht. Aber das ist das Schöne jetzt an der Version auf der PS4. Ich kann es immer schön auf den Port schieben.
Es ist nie meine Schuld. Dummer Play, sie weiß nicht, dass er bald ein PSP, wie heißt das Ding? PC, ein PC-Port haben wird, wo er immer schuld sein wird. Wahrscheinlich dreimal, ne? Wahrscheinlich muss ich ihn dreimal hauen. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, jetzt haben wir ihn. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Das war doch leicht. Null Probleme gehabt. Wunderschön. Schwarzer Daumen. Weil wir Pflanzen töten, statt ihnen Leben zu schenken. Sehr gut. Raus aus dieser schrecklichen Pflanzenhöhle, ey. Ich weiß nicht warum, aber die Software scheint besser klarzukommen, wenn ich im Freien bin, hier in dieser Open World. Okay, Open World, was müssen wir noch machen? Das hier, kehre zum Bürgermeister zurück. Alles klar, was gibt's noch? Fange 200 Pfund Fische. Ah ja, oh, da freue ich mich drauf. Sperrfliegen haben wir auch schon. Wie komme ich nochmal an meine... Nein. Achso, ich muss X drücken. Klug. 150 gibt's, okay. Dann müssen wir noch viele. Okay, ciao. Alles klar. Dann suchen wir als erstes den Fischer, den Fischmeister, mit dem wunderschönen Dialekt. Dieser Typ hat auch wirklich einfach eine Zeit lang, glaube ich, 30% der Konversation mit meinen Freunden ausgemacht. Seine Sprüche. Oh, okay, cool, ich bin unten. Ich glaube, ich bin sogar schon direkt bei ihm. Ja, sehr gut. Die Art, wie er redet, das ist einfach, das bleibt im Kopf hängen und dann wird's ein Insider. Ach, nicht der Rede wert. Die Monster da im Ozean haben ein Stück aus meinem Boot rausgebissen und nun verleiben sie sich meinen Fang ein. Egal was ich mache, ich fange hier im Fluss einfach keinen Fisch mehr. Vielleicht ist dein Mundgeruch. Meinst du, kannst du es besser? Versuch mal mit dem winzigen Netz Flussfische zu fangen. Kriegst eine Energiezelle von mir, wenn du 200 Pfund von den Viechern fängst. Und ich lass dich und ich knirps hier mein Schnellboot benutzen, um zur Nebelinsel zu kommen. Na, wollt ihr es versuchen? Von den Viechers hier. Möchtest du fischen? Ja. Du musst drei Sachen wissen, wenn der fischt. Erstens kannst zwei Arten von Fischen fangen. Ein Pfünder und fünf Pfünder. Zweitens lässt du 20 Pfund von den guten Fischen entwischen, du, dann nehme ich dir das Netz weg. Drittens gibt's giftige Aale im Fluss. Auch wenn du nur einen von den Burschen erwischst, vergiftet er den ganzen Fang. Okay, und los geht's. Dieser Synchronsprecher verdient... Wieder vorbei. Sorry. Allein für diese kleine Rolle hier in so einem schönen kleinen Spiel. Okay, das Spiel ist größer. Aber das Minispiel ist klein. Ja, genau. Da kommen groß. Das war ein Insider bei uns für alles Mögliche. Es hat nie gepasst. Nicht einmal war da irgendwas Großes. Okay, mal gucken. Scheint ganz gut zu laufen. Ich sag nichts mehr. Da. Ich darf von den Großen, glaube ich, keinen erwischen. Keinen. Ruhig, Junge! Entwischen lassen, das war das Wort. Alter, ich kann nicht meine Daumen benutzen und denken gleichzeitig. Entweder oder. Was übrigens gute Faktoren sind, wenn man Let's Player ist. Da! Okay. Da kommt Große! Den kriege ich. Aha, oho. Haha, oh. Ruhig, Junge! Okay. Fehlt 8? Nein! Wenn einer von diesen Ekligen den ganzen Fang vergiftet, wieso packen wir nicht das, was wir schon mal haben, zur Seite? Das wäre doch was. 1? 200 Pfund war das, ne? Ich liebe diesen Sprecher, ey. Das kriegen wir hin. Was habe ich davon, wenn ich mich selber angucken will, ne? Okay.
Ich wollte gerade fragen, wo habe ich den einen verfehlt? Und dann habe ich den zweiten schon verfehlt. Ah, das, was ich gerade denke, will ich nicht sagen, weil ich dann sterbe. Aber es macht Spaß. Ich hab's gesagt. Wir sollten hier nicht fischen, wenn hier so viele eklige Fische rumschwimmen. Die vergiften doch nicht meine Fische erst im Netz. Ich sollte die Fresse halten mit meinen dummen Kommentaren. Da! Oh, ist okay. Okay, ich auch. Ja. Oh Gott, ihr seht alle grün-lila aus. Oh. Hab 200 Pfund Bonnig Fisch gefangen. Nicht schlecht für ein paar Landratten. Hier, die Energiezelle. Und ihr könnt euch meinen Punkt vom Dock im Dorf holen, wenn ihr es braucht. Oh, das Schöne ist immer, die NPCs wissen nicht, dass ich das 50 Mal versucht habe, bevor es geklappt hat, weil für die Zeit immer zurückgesetzt wird. Das heißt, für die bin ich immer richtig krass einfach. Ich habe das geschafft, was er seit 3 Tagen nicht schafft oder so. Oh, wie er sich freut. Na, ah, wie schön. Sehr, sehr gut. Okay, nächstes Problem. Wo sind die Orbs? Wo sind denn wirklich mal die Orbs? Hier sind noch welche, ne? Ah ja! Wir haben ja jetzt diese blauen Eco-Quellen freigeschaltet. Aber nicht nur in diesem Tempel, sondern überall. Also überall. Das öffnet uns sehr viele Möglichkeiten zur Orbsuche. Wie gesagt, nicht nur im Tempel, sondern auch hier im ganzen Level. Aber auch in anderen Leveln. Zum Beispiel am Strand gibt es, glaube ich, auch so eine blaue Eco-Öffnung. Geh da hin. Oh, sehr gut. Okay. Das hat uns, glaube ich, schon mal weitergebracht. Aua. Oh, ich habe, verzeiht mir, ich habe echt Kopfschmerzen irgendwie. Ich weiß nicht genau, warum. Weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich bin eigentlich mit kaum System an die Sache ran. Und das zeigt sich, wie immer, als dumm. Keine Ahnung. Ne, hier unten waren wir ja. Ja, sorry. Okay. Wie viele fehlen uns denn noch? Wir gucken mal eben. Einige noch tatsächlich. Auch 25 Stück. Oder? Nicht, dass ich jetzt was richtig Dummes gesagt habe. 15 Stück doch. War recht dumm. Ihr wolltet ja einen 100% Run. Aber es wäre auch irgendwie echt. Ist ja schon eklig, ne? Wenn ich jetzt einfach meine Energiezellen nehmen würde und abhauen würde, obwohl hier noch wunderschöne 15 Orbs auf mich warten, irgendwo. Und ich glaube, ihr mögt das auch, ne? Wenn es schön frustrierend ist für mich und ich noch am Suchen bin, verzweifle. Da ist es guter Content. Das ist immer besonders peinlich, wenn man es nicht findet. Aber auf der anderen Seite auch richtig schön fürs Ego, wenn man es dann doch schafft. Und gut zu wissen, dass ich nicht nur dieses Spiel schon mal auf 100% gespielt habe, sondern auch den Beweis dafür auf diesem Channel habe. Okay, hier ist eine Öko-Quelle. Eko-Quelle. Das heißt, irgendwas ist doch hier nutzbar für uns, oder nicht? Nein. Okay, was passiert hier? Das hatten wir hier schon, ne? Ja, klar. Waren ja auch keine Orbs. Oh, ich weiß es nicht. Das ist doch doof jetzt. Ich gehe da nochmal rein. Ich gehe nochmal in diese Tempelnummer hier. Spring, bitte spring. Aha. Was war denn hier? Eine Sperrfliege, glaube ich, ne? Und hier oben waren wir, glaube ich, auch schon. Ich bin wirklich überfragt. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, wo sind diese 15, wäre ich überfragt. Oh, shit. Okay, you know what? Wir machen Folgendes. Wir gehen. Punkt. Wir gehen. Nein, Spaß. Wir gehen an den Anfang dieser Map. Ob tot oder lebendig. Und tun einfach mal so,
Als ob sie generell nur 15 Orbs geben würde. Und dann suchen wir die systematisch in diesem Level. Wir fangen hier an. So. So, hier. Ungefähr hier. Right? Right. Ich glaube, ab hier bin ich nicht mehr in diesem Dschungel. Okay, dann gehen wir mal als erstes nach rechts. Wir suchen hier den Strand ab. We need the money. Oh, das wäre aber schon sehr eklig, wenn die hier wären. Ich glaube, so schwer zu finden sind die auch nicht. Also es ist nicht, dass das Level so gemein ist, dass ich die nicht habe, sondern eher, dass ich nicht so gut bin, dass wir die noch nicht haben. Es wäre jetzt auch zu schön, ne, wenn man jetzt einfach hier so ein paar Floaties sehen würde und dann weiß, wo man noch nicht war. So, systematisch. Okay, wir haben den Strand und diese Brücke abgesucht. Das ist doch schon mal nicht nichts. Diesen Fluss hier haben wir auch schon abgesucht. Dann gehen wir einfach mal hier so lang. Right? Warum nicht? So, dann gucken wir mal hier von der Seite, wo uns die Schlangen auch nichts antun können. Was ist da oben? Was war da oben? Da ganz oben habe ich irgendwie so eine Kiste gesehen. Also nicht direkt hier oben, sondern irgendwie da hinten. Dachte ich zumindest. Nee, vielleicht war das dieser Felsen da. Okay, ich werde langsam wahnsinnig. Okay, eigentlich würde ich jetzt da hinten schon runter wollen. Aber ich habe ja gesagt, systematisch. Wir gehen jetzt nochmal zurück in diesen komischen Fluss. Gehen dann nochmal zurück an den Anfang von allem. Nee, von dieser Brücke hier. Und jetzt gehen wir hier rüber. Dann missen wir hoffentlich nichts. So, was ist hier unten? Soll ich als erstes vielleicht mal hier nach unten gucken? Ach, du bist hier. Okay, alles klar. Okay, was ist in diesem Fluss denn hier? Ist hier irgendwas? Könnte ich mir vorstellen. Aber scheint nicht so. Man sieht nämlich nicht mal was. Aber okay, jetzt haben wir mehr Leben. Ist doch gut. Dann gehen wir mal hier über die Brücke diesmal. Oh, es ist aber wirklich... Ich weiß es echt nicht. Wo könnte man denn noch 15 Orbs verstecken? Nirgends. Right? Über uns ist auch nichts mehr. Schon frustrierend. Not gonna lie. Das Ding schon auf, right? Oh Gott, ich krieg hier Kopfschmerz, Migräne, Kotzwirk, Anfälle. Ich will hier runter. Doch, Jack. So, ja, das ist das Ding, was wir schon ausgesaugt haben. Was gibt's denn noch auf dieser Welt? I've been here all night and day. Es muss doch in dieser Höhle drin sein. Tempel. Wie komme ich nochmal in diesen Tempel rein? Von mir aus. Nein! 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 Ist hier noch was? Hat mich vielleicht das Schicksal genau hier hingeführt? Nein, das Schicksal ist dumm und random. Oder ist hier noch was? Guck mal. Nee, auch nicht. Das ist doch doof. Einfach. Ach. Okay. Gib mir das. Ich will da hoch. So. So. Da hinten. Ich habe echt schon vergessen, wie man in diesen Tempel reinkommt. Also mache ich jetzt einfach das nochmal. Ich hoffe, dass ich nichts misse. Aber wir gucken nochmal. 15! Natürlich, von ganz oben kommt man da rein. Wehe. Oh mein Gott. Ich erinnere mich, wo zumindest 3 von diesen Orbs sind. Ich glaube... Okay, wir gehen erstmal hier rein. Da oben waren wir schon, ne? Die Pflanze ist zum Glück tot. 1, 2, 3... Nein. Hier sind mehr. Gib mir mehr. Ich brauche 15. Na gut. Das ist doch schon mal nicht nichts. Wir werden hier nicht raus oder hoch springen, würde ich sagen. Oh Gott, ekelhaft. Ja, besser ist es. Bring dich einfach um. So, was war hier? Ich weiß gar nicht mehr, was hier war. Ah ja, doch, hier war ja nur... Oh Gott. Ihr wolltet 100%. You wanted this. Hier ist nichts. Okay, wir waren jetzt da oben, wir waren da und hier. Das hier ist wirklich nichts. Das Einzige, was wir noch probieren können, ist hier hochzuspringen. Ah, da ist nichts. Okay. Oh, bitte halt dich fest. Was habe ich dir gesagt? Hm? Warte, hier oben ist ja nochmal was. Oder war das das? Ich bin so verwirrt. Nee! Es sieht alles gleich aus, Freunde. Oh Gott. Okay, wir haben es geschafft.